Autophagie ist ein wichtiger Mechanismus, der hilft, unsere Zellen gesund zu halten. Und das ist nötig, weil unser Körper eben sehr, sehr viele Zellen hat. Das sind, glaube ich, über 30 Billionen Zellen, unglaubliche Zahl. Die Autophagie kann man eigentlich beschreiben, genauso wie wir zu Hause Müll entsorgen. Wir identifizieren den Müll und tun ihn dann eben in Mistkübel. Die Zelle funktioniert genauso. Die identifiziert den Mist, also die kaputten Zellbestandteile, und lässt dann darum einen kleinen Mistsack wachsen. Dieser Mistsack wird dann eben entsorgt. Und in der Zelle wird eben dieser Mistsack im Lysosom, ja, der zellulären Müllverbrennungsanlage, entsorgt, wo der Mist in Einzelbestandteile zerlegt wird und diese können dann wieder neu verwendet werden, also recycelt werden. Wir haben herausgefunden, wie der Mist beschaffen sein muss, damit er von der Autophagie-Maschinerie erkannt werden kann, dass der Mist aktiv signalisiert, dass der Mistsack um ihn herum wächst. Die Autophagie dient dazu, die Zellen gesund zu halten und damit den ganzen Organismus. Und es hat sich in den letzten Jahren herausgestellt, dass er uns vor schlimmen Krankheiten schützt, wie zum Beispiel Alzheimer, aber auch Krebs und Infektion. Und wir glauben, dass unsere Grundlagenforschung irgendwann dazu beitragen könnte, diese Krankheiten besser zu heilen.